Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Poly Bridge. Wir sind jetzt hier mit unserem, ja, in der nächsten Mission. Wir haben jetzt hier einen Start, dann muss erst das Boot durch und dann dieses wunderschöne Gerät da drüber. So, ja, was brauchen wir denn alles Schönes? Tja, also ich gehe mal davon aus, dass wir es gerade bauen müssen. Straße haben wir nur 7 Stück übrig, okay. Ja, passt. Also genau so, das wär's dann schon. Stahl haben wir sogar 3, aha. Stahl haben wir 3 Stück. Ich überlege gerade, wie kann man denn am besten verbauen? Frage, oder? Kann man den ja mal rüberziehen? Ne, das kriegen wir nicht hin. Okay. Die war löschen, genau. Das, wenn man das länger nicht gespielt hat, dann muss man immer erst gucken, wie geht das denn alles nochmal? Ich baue das jetzt einfach mal so und hier kommt dann der Dämpfer zwischen. Ja. Ja, ich will es einfach mal so ausprobieren, wenn ich jetzt hier den Dämpfer zwischenmache, dass wir das hier einmal so komplett. Aber obwohl, warte mal, das. Nee, nein, das geht. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Warte. So, der kommt da weg. Das wird mit dem verbunden. Und das wird dann eingefahren auf 50%. Ach du Scheiße, wir müssen das mit 2 machen. Ich bin gerade absolut null in dem Spiel. Wie man sieht. Gut. Wir machen das ein bisschen anders. Ich warte mal, wie kann man das? Okay, ich sollte einfach mal versuchen, vernünftig zu bauen. Und zwar, wir fangen jetzt erstmal hier an. Weil das kriegen wir ja schon mal nicht hin. Wir fangen erstmal hier an, ganz gemütlich, unsere wunderschönen Dreiecke wieder zu bilden. So, einmal wieder hier so ein bisschen rum, ne? Das kennen wir ja, das ist ja ganz normal bei uns, ne? Schöne Dreiecke bilden. Das was erstmal hier so machen, so das und hier mal das verbinden. Das wird jetzt natürlich noch nicht irgendwie stabil oder so sein, das wissen wir ja. Dementsprechend gibt es hier einmal ein Stahlbrett rein. Und hier gibt es einmal so ein Stahlbrett rein. Für die nötige Stabilität schon mal. Ja, das mit dem Holz machen wir einfach mal hier. Und einmal so. Dass wir das auf jeden Fall stabil haben. Jetzt müssen wir uns. Eventuell hält das sogar. Das, was wir da haben. Ach, davon haben wir genug. Davon haben wir genug. Oh Gott. Oh, ich hatte gerade einen völligen Denkfehler. Ich dachte hier wegen der 3 dahinter, dass wir davon nur 3 haben. Aber das ist doch hier wie da angezeigt gewesen. Oh, bin ich doof. Bin ich blöd. Ach, leck mich doch. Bin ich bescheuert. Das sieht aber schon mal deutlich besser aus.
Das Ganze bauen wir jetzt auch mal hier eben schnell auf. Einmal so. Einmal hier so einen wunderschönen Zickzack-Modus. Das wird zwar teuer, aber es hält dafür auch. Wisst ihr, was ich meine? Denn dann können wir jetzt hier oben die Scheiße erstmal wegreißen. Plopp, und weg ist sie. Also das Einzige, was wir jetzt haben, sind diese Dinger hier. Die haben wir jetzt als Problem. Aber ich würde sagen, das gucken wir da ran. Boah, kommen sogar ran, wie geil. Und von da einmal. Das teilen wir einmal auf. Wir schauen mal eben schnell nach. Ja, das sieht gut aus. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal durch und gucken mal, was passiert. Ah, ist nicht weit genug, ne? Ne, ist nicht weit genug. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Sonst machen wir das, warte, sonst machen wir das einfach mal. Theoretisch ist das ja das gleiche in Grün. Nur halt von oben. Aber mal schauen. Mal gucken. Das wird erstmal gelöscht. Dann. Gar nicht so schlecht aus. Wir schauen nochmal nach. Eventuell. Weil hier oben ist es nicht ganz so breit wie hier unten. Eventuell klappt das ja jetzt. Oha. Genau das dachte ich mir nämlich gerade auch. Gut. Dann machen wir es. Warte mal, jetzt. Ich will mal gucken, wie lang können wir die. Achso, da. Ja, gut, okay, das ist interessant. Ich weiß nicht, wie lange wir die machen können. Ich will mal von hier hinten probieren. Aber wenn von hier hinten jetzt so ein Ding mal nach vorne ziehen. Das reicht nicht. Dann machen wir das ganz anders. Dann machen wir mal. Das passt auch nicht. Wie weit können wir das Ding packen? Ich hab eine Idee. Und zwar von hier aus ungefähr hier so mittig in diesen Kasten rein. Wir kommen zwar jetzt nicht bis hinten hin, aber eventuell kommen wir ja hin, wenn wir jetzt. Ja, das hätte ich mir auch anders machen können. Wie war das denn nochmal mit Bewegen? Welcher Taste war das nochmal? Egal. ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr die Taste, womit ich diese einzelnen Punkte bewegen kann. So, und von da aus darüber. Ich bin mir nicht sicher, ob es passt, ob es funktioniert, ob das überhaupt hält. Wir werden es jetzt mal sehen. Okay! Das schien ja sehr gut zu funktionieren. Nicht gut zu funktionieren. Aber naja. Okay, wir schauen nochmal nach. Wie weit können wir gehen? Oder
nimm mal was gucken. Okay. Bis zu dem Punkt. Wenn wir jetzt dieses Stahlträger einbauen. Was gleich hier einfach mal weiterführen. Das wird zwar sehr teuer werden, wie man sieht, aber mal schauen. Wir schauen mal nach. 50% wird das Ding ja eingezogen. Ob es passt, ob es reicht. Nein, okay. Reicht nicht. Warum nicht? Das ist doof. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Dann überspringen wir einfach mal ein. Das ist wieder zu weit weg, ne? Das ist, glaube ich, wieder zu wohl. Ja, ist es. Um so ein Pissstück. Mann. So, nochmal. Wir probieren es jetzt mal von hier aus. Ja, und von hier einmal aus. Und schauen uns das Ganze jetzt nochmal an. Also das ist alles grün markiert, bis auf das hier. Das sollte jetzt funktionieren. Hä? Okay, bitte was? Was? Warum? Hä? Was habe ich verpasst? Hä? Ich verstehe es nicht. Warte mal, ich habe noch was vor. Oh, das wird schon klappen. Oder nicht, als gibt's ja gar nicht. Wir müssen erstmal hier befestigen, merke ich gerade. Weil es bricht mir so ein bisschen zu oft auseinander. Ist immer noch hoch. So. Hä? Warum ist das denn nicht stabil? Ja gut, jetzt fehlt halt hier was. Ja gut. Aber ich will wissen, wie man noch mit diesem Punkt... Warte mal kurz. Nicht Level-Info. Verbindung bewegen. Ah ja, okay, alles klar. Alles klar. So, ja dann wollen wir mal so. Kann ich hier ein Brett zwischen machen? Nein, können wir nicht. So. Leck mich einfach hart. Hey, bin ich gerade so neben der Spur, dass ich das nicht hinbekomme, diese Scheißbrücke zu bauen? Ah, ich habe jetzt halt noch eine Idee im Kopf. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Das Ganze wird jetzt so ein bisschen... geteilt. So, der kommt weg. Den ziehen wir da runter. Dann können wir jetzt hier so ein wunderschönes Brett damit verbinden. So, einmal da und einmal nach da. Und einmal von da ein bisschen rüber und dann komme ich hier runter. Kann man das
das hier noch verbinden? Na. Ja, können wir. So. Kriegen wir das auch noch verbunden? Sehr schön. Kurz gucken, ob das hält. Nein, hält nicht. Gut. Wissen wir Bescheid. Aber was mache ich gerade für einen Fehler? Ich hätte jetzt gerade vor, vielleicht die Brücke so nach oben zu heben. Ja. Können wir die Verbindung irgendwie hier hinbauen? Sag ich mal, von hier so einen Arm rüber schwenken, der das ganze Ding einfach mal hochzieht. Das wohl funktionieren mag. Warum auch immer du nicht verbunden werden willst. Warte mal, jetzt machen wir die Verbindung nicht dahin, sondern dahin. So, und die Verbindung machen wir jetzt so ein bisschen mittiger. So. Ey, das hält nicht. Das ist einfach zu schwer, die Scheiße. Die ist einfach zu schwer. Nein, ich will das Ganze nicht kopieren. Ich will das wenn eher wegmachen. Jetzt, wir müssen irgendwie. Ah, bin ich gerade so nicht in der Spur? Das gibt's doch nicht. Hier muss auf jeden Fall noch irgendwas befestigt werden, so ungefähr. Aber vielleicht hier noch einen hin. So, um mal eben verbinden. Am liebsten wäre mir noch die Verbindung. Das hält sogar geil. Hält das auch hier ohne das hier oben? Wow, es hat nur diese Strebe gefehlt. Echt jetzt? Oh Mann. Ja dann. Dann haben wir das ja auch geklärt. Können wir jetzt hier eigentlich noch zwischen mit Holz bauen? Cool. Weißt du was? Das kommt jetzt trotzdem weg. Dann machen wir mal hier unten was hin. Und setzen jetzt hier wieder eine Verbindung hin. Hier machen wir das Ganze wieder zusammen. Und jetzt nehmen wir mal das hier. Setzen wir das nach da. Und... Ah, das können wir nur nach da führen, oder? Wir können entweder nur ein- oder ausfahren. Mehr können wir nicht machen. Hier um 50% ist zu wenig. Das passt nicht, das reicht nicht aus. Warte mal, wie weit können wir mit den Dingern gehen?
dahin ungefähr. Dann gehen wir mal hier hin, machen wir hier so ein. So was hin. Dann nehmen wir mal den da weg und fügen wir jetzt so ein Ding da, von da auf das Holzteil und schauen uns das Ganze jetzt mal an. Es ist fast parallel. Es hält. Das ist aber nicht ganz stabil, das schauen wir mal später nach. Das hat funktioniert. Wie geil ist das denn? Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch mal eben. Können wir eben da hier so einen Balken mal hinmachen? Jawohl. Schauen wir mal ganz kurz nach, wie weit kommen wir denn hier? Wir können theoretisch hier direkt auf den Balken gehen. Schaffen wir das? Kommen wir da hin? Was? Ein bisschen runter bewegen. Ey, wer echt ernsthaft jetzt? Das ist zu weit entfernt. Och komm. Oh, das nach oben. Den hochbewegen und jetzt ganz wichtig. Fick dich. So. So, meine Lieben, jetzt ist das große Spektakel gekommen. Oha. Oha. Die Ecke und auch die Ecke. Oh, oh, oh. Das hat funktioniert. 30,9% ist die Belastung. Jetzt geht's so hoch. Was soll denn hauen? Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, sehr schön. Finanziell mit 24.000 sind top. 32.000 haben wir übrig. Dementsprechend gehen wir direkt zum nächsten Level. Boah, es hat echt lange gedauert. Es hat richtig lange gedauert. Holz, Stahl und Seil. Ich liebe Seil. Die liebe ich einfach. Ja, wir wollen erstmal Straße. Einmal zweimal rüber. Und auch von hier einmal rüber. So. Das hätten wir schon mal. Ach. Ach du Scheiße. Ach so, ja, okay. Habe ich noch gar nicht bemerkt, dass der hier oben hinfahren muss und der hier unten. Das habe ich noch gar nicht bemerkt. Ja gut, dann bauen wir uns Linienwerkzeug. Brauchen wir dann? Einmal bis dahin. Einmal rüber, einmal schön da hoch, so. Ja, so ist gut, ne? So, schön auf den Stern. Ja, und füllen. Das sieht gut aus. Halbwegs. Das Ganze machen wir jetzt unten auch nochmal. Linie entfernen. Wir machen jetzt eine neue Linie, und zwar hier unten. Die muss ein bisschen weiter runter. So. Das heißt, die Punkte füllen wir wieder zusammen und gehen wir mal so. Mal ein bisschen höher, ne? So. Ja, so sieht gut aus. Gut. Die ganzen verbinden wir jetzt erstmal mit Seilen. Kann nicht mehr davon. Wir haben nur zwei Seile übrig. Was? Bitte was? Wie zwei Seile? Okay. Ja, dann entfernen wir die Seile mal eben. Dann gehen wir mal einmal von hier nach da. Und einmal von da nach da, dass wir so ein bisschen kreuzmäßig was haben. Zwei Seile haben wir nur. Was? Okay. Wir haben aber nur sechs Stahlbalken. Einer kommt von da nach da, einer kommt von da nach da. Und am besten machen wir da. Von da nach da. Einen eventuell hier nochmal rüber. Wie hält das denn überhaupt? Ja, sehr gut. Hält ausgezeichnet.
Alter Verwalter. Ja gut, jetzt bauen wir mit Holz einfach wieder hier so eine wunderschöne Holzvorrichtung drüber. Das wird wunderschön. Das wird wunderschön nicht halten. Aber hundertprozentig gleich ein Problem, dass das Ding nicht halten wird. Damit die überhaupt verbunden kriegen. Oh, das ist ja wieder köstlich. Ja, leck mich doch. Gibt's ja gar nicht. Naja, wir wollen mal gucken. Die haben wir stramm. Theoretisch sind sie so mittig, ja. Gucken wir mal, ob wir die verbinden können. Das passt. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir die erstmal da rangezogen kriegen. Das funktioniert wieder prima. Ja, leck mich am Arsch. Okay. Standardposition. Passt. Nochmal gucken. Alles klar, das hält immer noch nicht ganz. Wir haben ja noch ein bisschen Holz. Wir können da so ein bisschen gucken, dass wir noch ein bisschen was hinbekommen. Warte, wir machen das mit den Seilen mal anders. Die Seile, die kommen... die kommen einmal von hier. Ja, ich mach die mal gerade runter. Ich mach mal gucken, ob die so besser halten. Okay, unten ist jetzt durchgebrochen. Oben hält. Oben hält, das ist jetzt wichtig, dass das oben hält. Dann können wir theoretisch jetzt gucken, dass wir das unten so ein bisschen zum Halten kriegen. Ja, ich probiere einfach gerade rum. Oh. Ja, guck mal. Das könnte sogar passen. Wir sind zwar jetzt ein bisschen zu viel, haben zu viel verbraucht, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. So, scheiß drauf. Hauptsache, wir haben es geschafft. So, wir gehen zum nächsten Level über. Und was... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was haben wir jetzt? Erst kleines Auto rüber. Dann fahren die Dinger alle hoch. Dann kommen drei Schiffe. Dann fahren die Dinger wieder runter. Dann kommt ein großes Auto. Bitte was? Okay. Alles klar. Wie? Können wir nicht versuchen? Warte mal. Linienwerkzeug. Ah, von da nach da. Einmal bitte rüberflippen. So. Einmal mit Straße auspflastern. Von der Höhe her wird es passen. Dann schauen wir mal ganz kurz nach, wie das hier mit aussieht. Wir machen mal hier so die Dinger mal gerade hoch. Und das Ganze wird mit Holz verkleidet. Ja, das sollten wir vielleicht doch ein bisschen kleiner machen, dass das Ganze passt. So, wir schrumpfen die Dinger einfach mal. Einmal dahin und einmal dahin. Das Ganze wird natürlich auch nochmal so verbunden. Das Ganze wird jetzt langgezogen, bis die Dinger nicht mehr können. Perfekt. Dann gibt es die nächste. Das nächste Metallkreuz da rein. Und das nächste Holz. Hä, was? So. Ganz jetzt. Wie, das passt nicht. Willst du mich verarschen oder was? Am Arsch. Ist doch gar nicht. Das will nicht passen. Ich geh kaputt. Ich geh einfach gerade kaputt. Ich dachte jetzt einfach, wir machen uns jetzt zwei fette Türme hier hin. Und von da aus machen wir so Seile, weißt du? Dass wir das per Seil halten können.